Dialogmarketing und rein verkehrt, was hat das damit, was hat das oder seine Themen, was hat das miteinander zu tun? Und wenn ich mir jetzt so den Vortrag jetzt angehört habe, dann denken wir eigentlich, könnte man das jetzt eins zu eins aufeinanderlegen und es kommt irgendwo das Gleiche raus. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt an und Sie werden sehen, es wird eine sehr spannende Sache werden. Die End ist mir, das könnte man natürlich schon meinen, dass das so ist. Wenn man einen Blick und die letzte Ausgabe von Profil anschaut, die vergessene Katastrophe, da merkt man einfach, dass das Thema Klima, Klimaveränderung uns zwar die letzten 10 Jahre beschäftigt hat, aber nicht so richtig beschäftigt hat, weil einfach sich nicht radikal etwas verändert hat. Es gibt natürlich viele Menschen, die verzweifeln und die sagen, es gibt keinen Ausweg mehr. Aber auf der anderen Seite sehen wir gerade in Zeiten wie diesen so viel Positives, so viel Veränderung. Die Menschen stehen auf und nicht nur am Tahrirplatz, sondern auch bei uns. Sie werden sich bewusst, dass sie etwas verändern können. Es hat vor kurzem eine sehr aktuelle Umfrage gegeben zum Thema Vertrauen in Österreich. Wem vertrauen denn die Österreicher am meisten? Ja, und dann das hier rausgekommen. Apotheke. Es ist super, wenn wir vertrauen an Apotheken, dass die Medikamente stimmen, dass das hinhaut. Aber nur mit Apotheken werden wir keinen Start machen. Der Albert Einstein hat einmal gesagt, und das ist, glaube ich, auch für mich schon ein sehr Schlüsselsatz, und das bewegt mich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren eigentlich schon sehr intensiv. Kein Problem kann durch das gleiche Bewusstsein gelöst werden, das es verursacht. Und wir glauben immer mit den gleichen Methoden, die uns in diese Situation geführt haben, dass wir mit diesen gleichen Methoden aus dieser Situation herauskommen. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, es gibt neue Möglichkeiten, es gibt neue. Do good, have fun, and the money will come. Das ist auch vielleicht so ein Spruch, der aus unserem Haus kommen könnte, der von unseren Freunden, Partnern kommt. Und ich glaube, das ist einfach der neue Weg und das ist auch der Weg, der uns einfach längerfristig weiterbringt. Ich habe es einmal zusammengefasst in Greenovation, ja, als Schlagwort für Österreich. Ja. Auf der einen Seite das Green, das jetzt nicht nur für das Thema Ökologie steht, sondern auch über das Nachdenken, wie kann man Gesellschaft gestalten, wie kann man Politik gestalten, wie kann man Bildung gestalten. Und auf der anderen Seite dieses kleine Miniland, ja, mit diesen 8 Millionen Einwohnern, kann der nur sowas machen, wenn es überhaupt was macht. Ja? Wobei diese Woche, ich sage es ganz ehrlich, eine persönliche Niederlage erlebt habe, wie ich einfach gehört habe, Feinstaubbelastung, war die Antwort der Politiker, ich bin nicht zuständig, der andere sagt, ich bin nicht zuständig, und der andere sagt, ich bin nicht zuständig. Und alle Menschen leiden und keiner ist zuständig. Dann denke ich immer wieder, in welchem Land lebe ich, und das hat mich eigentlich auch irgendwie die Wochen emotional irgendwie mitgerissen. Ja, jetzt fahren eh alle nicht ganz normal mit dem Auto, bewegen sie normal, es ist keiner zuständig, also dürfte es ja kein Problem geben. Und übrigens, am Sonntag wird wieder schön gehen. Nur wer die Weiche 100% auf Grün stellt, wird künftig Geld verdienen. Also, das nur ein bisschen mit Grün, dass man irgendwas anmeldet, mit dem wird es zu wenig sein. Also wenn es nur die grüne Schicht, die kann nur so dick sein, wenn es 10 cm ist. Wenn es drunter schlicht ist, ja, wenn es unehrlich ist, das kann man aufkratzen, das sage ich nicht. Und das kennen die Konsumenten ganz, ganz genau und die wissen das immer. Die Konsumenten, das glauben immer nur die Unternehmer. Ich glaube, die Konsumenten wollen genau wissen, wie manche Dinge produziert werden. Wie, unter welchen Bedingungen, ökologisch und sozial. Das ist ja dazu gekommen. Das ist nicht nur um die Frage der Ökologie, sondern das ist schon längst um auch soziale Frage. Gute Produkte für gute Menschen. Die Menschen sehnen sich nach Produkten, die gut sind, die einen Beitrag zu einer Weiterentwicklung in dieser Gesellschaft bringen. Und es ist nicht nur die guten Menschen, alle Menschen wollen sich. 82% der Befragten sagen, dass der Verbraucherschutz heute nicht mehr funktioniert. Schon vor 82%. Ja, traut dem Staat einfach nicht zu, dass das mehr funktioniert. Das heißt, das sind Ansatzpunkte, die enorm sind. Und Sie wissen selber, wie das mit dem Vertrauen ist. Ja. Ein Vertrauen aufbauen, das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Ja. Das dauert ja. Aber Vertrauen zerstören, ja, BB, das geht innerhalb von einer Sekunde. Ja. Es macht Sinn, dort zu investieren. Das ist nicht nur eine Frage von Geld, sondern es ist eine Frage vom Herz, vom Bauch, von Leidenschaft, von Liebe. Das Thema CSR, das ist natürlich derzeit immer noch angesiedelt in CSR-Abteilungen. Oder besonders schlimm ist es, wenn es dann in der Marketingabteilung angesiedelt ist. Das ist kein Marketingauftrag. Das ist eine Unternehmensaufgabe. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Das ist eine Frage, wie gehe ich insgesamt um? Das mag schon sein, dass man dann irgendwann einmal das Marketing braucht, dass man die Werbung braucht, um auch diese Inhalte entsprechend zu kommunizieren. Aber wenn es nicht von innen herauskommt, ja, dann wird die Marketingabteilung nichts helfen. Ja, und das ist es, so diese Botschaft, wie wir unseren Job verstehen, gerade in dem Bereich, wenn es um Kommunikation geht,
wir verstehen uns als Geburts- und Entwicklungshelfer, Entwicklungshelfer für Marken, Produkte, Services, die unsere Welt braucht. Ja. Da wollen wir einfach sehr viel Hirnschmerz, sehr viel Liebe investieren, weil wir einfach wirklich fest daran glauben. Do good, have fun, and the money will come. Ja. Und dazu lade ich Sie einfach jetzt ein. Los geht's.